Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Felsengrill Barbecue. Heute testen wir Amerikas Würstchen, und zwar die abgepackten, die es überall in Tankstellen gibt, ob das vertaugt oder nicht. Viel Spaß dabei. Ja, wir haben ein paar Sorten Würstchen hier, 5 Sorten an der Zahl, haben scharfe Messer und Brett dabei, und als Location haben wir uns hier den Highway 70 ausgesucht. Wir sind hier mitten in Oklahoma, und hinter mir siehst du so ein bisschen, ja, Rinder stehen. Irgendwo ist da hinten noch eine Ölpumpe, also richtig klassisch auf dem Highway in alle Richtungen, einfach nur geradeaus, mega. Und wir werden jetzt hier was essen. Als allererstes fangen wir mal an mit Big Mama Pickled Sausage. Meine Fies sieht jetzt schon aus, ne? Die Frage ist, der haut es nicht drum, ne? Boah. aber nur im ersten. Eine saure Wurst. Einsame Highway in LKW bestellen immer. Ah, Hölle scharf. Sauer und Hölle scharf. Werden wir vorsichtig mit sein. Als nächstes haben wir hier Sweetwood Smokehouse Fatty. Das klingt geil. Also der Grill bleibt heute mal kalt. Ich denke, ihr seht mir das nach. Ist doch die letzte Folge von meiner Amerika-Tour. Denke mal, jetzt passend. Naja, ich würde sagen, der rauchige Beefy. Schmeckt so ein bisschen wie Beef Jerky. Also als Wurst. Leicht angerauchte. Geil. Dann haben wir hier noch einen milden Slim Jim. Also ich will sagen, wie man so eine dünne Wurst herstellen kann. Die Dinger kosten alle nicht so viel Geld. Die kosten irgendwie irgendwo zwischen 1,99 und 6 Dollar. Für die 6 Dollar, das war die scharfe, glaube ich. Ich glaube, da haben sie mich auch betrogen. Also, Slim Jim, rinnen die hohle Birne. Da. Da. Ja. Grauselig. Nochmal Slim Jim Original. Also die erste war Slim Jim Smoked Snack, und das ist Slim Jim Original. Bevor ich hier schlimm mit. Wie sagt man so schön, da muss man erstmal auf den Geschmack kommen. So einen Geschmack komme ich nicht. Also das ist mir nichts. Stattdessen machen wir weiter mit Smokestack. Und von Old Wisconsin. Und da ist Käse bei. Das finde ich cool. Guck mal, hier steht so der Easy Peel drauf. Ich brauche ja nicht groß rumschütteln. Dann kriegt die auch so auf die Rissen. Also markieren wir mal hier easy. So, immer wieder so eine. Ich fange mit Käse an, bevor der runterfällt. Naja. Mal so sagen. Nachts um 10 Uhr. Und sonst ist nichts da. Geht das? Und die Wurst ist auch zutiefst in Ordnung. Schmeckt rauchig. Schön. Und last but not least haben wir hier Jack Links. Also gibt es ja auch in Deutschland Jack Links. Da haben wir die für uns das Beef Jerky, ne? Beef Jerky von. So, machen wir wieder mit der Wurst. Nehmen Käse wieder. Sollte nicht scharf sein. Der Käse schon mal nicht. Die Wurst ist gut. Oh, oh. Die Wurst hat Feuer und die schmeckt mir gut. Also, wenn er irgendwo in so einer amerikanischen Raststätte mal vorbeikommt, die Beef and Cheese von Jack Links, die hat richtig Feuer, die kann ich euch ins Herz legen. Und wenn ihr mal was völlig anderes probieren wollt, als das, was unser europäischer Gaumen so gewohnt ist, dann die Big Mama Pickled Sausage. Die ist irgendwie, ich dachte erstmal, boah. Aber die ist irgendwie geil. Ja, also, haben wir heute mal völlig was anderes ausprobiert. Und ich verspreche, nächstes Mal ist der Grill wieder an, nehmt das, was gebrutzelt ist. Wenn ihr Spaß habt in diesem Video, freue ich mich über einen Daumen nach oben, den oder wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von der bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Macht's gut. Haben wir was zu trinken bei? Ja. Gut.